Am Abend vom Ostersonntag war es wieder soweit. In den verschiedenen Schermbecker Ortsteilen standen die traditionellen Osterfeuer bevor. Wir haben zwei Osterfeuer besucht. Zuerst das in Galen, welches vom Junggesellenverein organisiert wurde, und im Anschluss das vom Schützenverein Bricht. Aber zunächst nach Galen. Der Wettermeldung zu Trotz verzogen sich zum Abend hin die Regenwolken und der Himmel wurde zunehmend klarer. Während die Kinder überm Lagerfeuer köstliches Stockbrot backten, trafen die Junggesellen die letzten Vorkehrungen, bevor das Feuer entzündet wurde. Zwischenzeitlich haben wir mit Tom Weber, dem ersten Vorsitzenden, vom Junggesellenverein gesprochen und er erzählte uns von den Vorbereitungen. Ja, wir haben Plakate gedruckt. Da stand halt drauf, dass die Leute uns einfach ansprechen sollen, wenn wir Holz abholen sollen. Ja, wir sind mit zwei Treckern rumgefahren. Das heißt, es ist auch viel Material im Einsatz und doch, hat uns Spaß gemacht. Und der Holzberg konnte sich sehen lassen. Mittlerweile waren die letzten Vorbereitungen abgeschlossen und das Osterfeuer wurde entzündet. Das Feuer konnte sich auf jeden Fall sehen lassen. Das Galener Osterfeuer ist doch jedes Jahr was ganz Besonderes. Ja, ich finde es einfach, wie alles bei unserem Junggesellenverein, ist eine schöne Sache, weil man halt mit Leuten zu tun hat, mit denen man jetzt nicht unbedingt die im engsten Freundeskreis sind. Also man ist halt zwischen 16 und 30 Jahre. Die sind halt alle zusammen, haben jetzt zwei Wochenenden zusammen verbracht, die Samstage. Gestern haben wir hier aufs Feuer aufgepasst und hatten dabei auch viel Spaß. Aufs Feuer aufgepasst? Was kann das denn bedeuten? Es ist halt auch Tradition, dass wir halt den Abend vorher aufs Feuer aufpassen, dass es keiner anzündet. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das schon mal vorgekommen ist, aber wir behalten die Tradition auf jeden Fall bei. Das gemütliche Osterfeuer in Galen genossen auf jeden Fall etliche Besucher und es kam sehr gut an. Wie sah es denn in Bricht aus? Wir machten uns auf den Weg und siehe, das Osterfeuer stand in Flammen. Erleben Sie einige Impressionen vom Brichter Osterfeuer. Ähnlich wie in Galen kamen viele Besucher und ließen sich das gemütliche Osterfeuer nicht entgehen.